Genau. Und ja, wie war das Interview? Das war gut, oder? Naja, also du warst okay. Ah, also ja, das verstehe ich schon. Das Also war ich bin okay. ganz neu in diesem Ja, Ding, sonst bin meine ich auch Güte, nicht ja. offen. Das ist alles egal. Hallo Leute, herzlich willkommen bei unserer Webshow auf 1 Mathe mit Omel. Wir sind hier bei Herrn Matze Hilscher und wir machen ein kurzes Interview heute mit ihm. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Und ich möchte gerne fragen, ob du einer echte Berliner bist. Nein, ich bin kein echter Berliner. Ich bin, also ich würde sagen, kein echter. Ich bin vor 18 Jahren, glaube ich, hierher gezogen. Ja, Okay. also deswegen, ich weiß nicht, ab wann man ein echter Berliner ist. Ich glaube, man muss hier geboren sein. Ja, glaube ich auch so. Also bin ich auch nicht echter Berliner. Du bist auch kein echter Berliner, nein. Also seit 1,5 Jahren bin ich in Deutschland. Ganz neu. Wieso kannst du so viele Sprachen? Also ich weiß das nicht so genau. Ich weiß doch nicht, echt, ich weiß das nicht. Wie habe ich das alle gelernt, aber ja. Du bist 18 und kannst 8 Sprachen. Ich bin 19 und ich kann 8 Sprachen. Deine Lesson heißt Top 11 Lesson. Ja, wir haben ganz viele. Warum denn genau 11? Es hat sich irgendwann so ergeben und ich finde es gut, es gibt ganz viele Listen. Und jetzt sind wir aber die mit der 11. Das heißt, immer wenn du eine Liste mit 11 siehst, wirst du an uns denken. Und ich finde es immer gut, Dinge zu besetzen. Was ist ein typisch afghanisches Gericht? Also Reis mit Rosinen und Fleisch. Also. Das ist schon fast indisch dann so ein bisschen, ne? Ja, fast englisch. Also in indisch heißt Biryani und wir sagen Kabuli Palau. Mhm. Und wir haben 10 unterschiedliche Kabuli Palau. Usbeki, boah, es ist viel. Ich kann auch nicht sogar alle Worte. Ich muss alles Namen, kann ich auch nicht. Und dein Podcast heißt Hotel Matze. Das stimmt. Genau. Und bleiben Sie Gast auch bei dir? Also. Wie meinst du das? Also. Ob Sie bei mir schlafen? Genau, ja. Leider nicht. Okay. Leider nicht. Leider gehen Sie danach meistens. Okay, wieder. Dann wie viel hast deine Hotel Sterne? Wie viele Sterne hat dein Hotel? Ich würde sagen, also ich bin sternenlos. Ja? Aha, okay. Ich habe zwar Stars, aber ich habe keine Sterne. Okay, oh. Perfekt. Was war die absurdeste Erfahrung, die dir passiert? Für mich tatsächlich also sehr peinlich. Mhm. Ich habe eine relativ bekannte TV-Moderatorin interviewt. Anne Will heißt sie. Und in meinem Podcast und ich habe nach einer halben Stunde gemerkt, dass ich nicht Record gedrückt hatte. Ach, okay. Und ich habe es gesehen und ich war so richtig so, ach du Scheiße. Und ich konnte es auch nicht verbergen, also war ja auch Quatsch. Und sie war auch überhaupt, also sie war auch richtig so, aber sie war nett und ja. Wir haben es dann nochmal gemacht, hatten dann viel weniger Zeit. Aber das war mir so unangenehm. Und ich habe wirklich, also so, ich bin danach raus, ich habe mich gefühlt, als hätte ich so eine Abi-Prüfung, so eine Schulprüfung komplett versagt. Also das passiert auch mit mir einmal. Letztes Jahr, im 2016, habe ich auch ein kurzes Interview mit einem afghanischen Flüchtlinge und habe ich den Rekord nicht gedrückt. Und es war nach halben Stunde, ich habe gesagt, oh mein Gott, ja, das muss ich wieder machen. Aber mir sagte danach ein Freund, das wird dir nie wieder passieren. Und du hast bei Virginia Music gespielt. Ja? Virginia Jetzt. Ja. Hm? Du hast bei Virginia Jetzt gespielt. Ja. Machst du noch heute das? Nein, also wir haben uns vor 7 Jahren aufgelöst, also die Band sozusagen aufgelöst. Und ich mache keine Musik mehr, nein. Also es war für mich super, ich habe mit meinen Freunden Musik gemacht. Und es ist für mich auch immer so eine Zusammenarbeit gewesen mit Freunden. Und es reichte auch. War super. Jetzt fertig, jetzt was anderes. Cool, super, toll. Also habe ich eine Frage noch, die letzte Frage. Sehr gerne. Ich möchte gerne eine famous YouTuber sein, also besonderer YouTuber. Ja. Und was soll ich machen? Hast du was gesagt für mich so? Ja, kann ich dir einen Tipp geben. Super. Jeden Tag ein Video machen. Okay. Über ein Jahr. Mhm. Über dein Leben. Okay. Erzähl den Leuten, was dir passiert, nimm sie mit, mach einen Vlog. Ja. Und mach es aber wirklich jeden Tag. Jeden Tag. Es ist super hart, aber du wirst Wege finden, wie du es ganz schnell machst und yeah. immer besser wirst. Und die Leute werden sich an dich gewöhnen. Und es gibt nichts so Spannenderes wie das echte Leben. Perfekt. Ich danke dir. Ja, viel Glück. Dankeschön für dein Interview und für deine Zeit. Alles Gute. Ja. Yeah. Mit Editing? Ich
hatte, aber jetzt nee. Ja, jetzt kannst du mich ja rausschneiden. Ja. Ja, das war der Talk. Peace. Peace. Und tschüss. Tschüss. Bis dann. Bis dann.